Ich will mich kurz vorstellen, also diese Hörbeck in echter Berliner, aber jetzt immer mehr, weil er sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und ich kriege fast täglich den Anruf von ihm, wo ich mich auch immer freue, wo immer wieder neue Gesichtspunkte, neue Überlegungen kommen. Also es gab früher im Reader's Digest immer so eine Gruppe oder so eine Rubrik, Menschen, die man nicht vergisst. Herr Wieser, ich kann Sie alles beitragen. Sie haben das wirklich in einer ganz hervorragenden Weise gemacht, wirklich über das, was ich erlebt. Auf Vortrag kommen wir nachher noch. War sehr, sehr eindrucksvoll. Ich will mich kurz vorstellen, also diese Hörbeck in echter Berliner. Aber ich bin im Schwarzwald geboren, also im berühmten Hornberg mit dem Schießen und habe dann in Freiburg Medizin studiert. Und hab mich dann, ich habe in Landshut meine Medizinalassistententätigkeit gemacht bei den Niederbayern. Ich weiß nicht, wie die zu den Franken stehen. Da gibt es ja immer so landsmannschaftliche, die werden nicht beachtet, die Niederbayern. Die sind so stolz dafür. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen Bayern-Erfahrung. Ein, zwei Semester nach München, aber sonst alles in Freiburg. Und bin dann Ende 1970 nach Berlin auf dem Lehrstuhl für Biochemie oder Physiologische Chemie, wie es damals noch hieß. Ich bin ein reiner Grundlagenforscher, deswegen werden Sie in dem Vortrag auch einiges zur Biochemie hören. Ich hoffe, Sie schalten da nicht nur ab. Manche, die haben Medizin studiert und haben dann die Biochemie häufig gehasst. Nicht? Die Biochemie ist so ähnlich wie die Mathematik in der Schule. Nicht? Manche lieben sie heiß und innig und manche verdammen sie. Also ganz kurz, ich will über Galactose reden. Das ist eigentlich etwas, wo wir mehr durch Zufall dazugekommen sind. Doch jetzt einiges zur Einleitung in Bezug zum Gehirn. Das ist ein Schema vom Gehirn und zeigt, dass das Gehirn, das ist hier nur schwach angedeutet, sehr viele Blutgefäße besitzt und über diese Blutgefäße bekommt das Gehirn seine Nahrung. Und das Gehirn hat als Nahrungsquelle, als einziges Organ im ganzen Organismus, außer den Erythrozyten, braucht Glucose und nur Glucose. Kann nichts mit Aminosäuren anfangen, kann nichts mit Fettsäuren anfangen. Alles, was das Hirn kann, kann sie aufgrund der Verfügbarkeit von Glucose. Deswegen ist es die Glucose für das Gehirn ein ganz essentielles Nährsubstrat. Und bei der Glucose haben wir dann die verschiedenen Stellen, wo sie dann verwendet wird. Glucose kann also zur Energiegewinnung herangezogen werden. Alles, jede Gehirnleistung, wie auch jede Körperfunktion, benötigt Energie. Und das Energiesubstrat oder die Energiewährung nennt man ATP, Adenosintriphosphat. Das braucht man für alles, ob wir denken oder ob wir unseren Bauch anschaffen oder Muskelkraft stärken, immer braucht man ATP. Und das ist das Wichtige, deswegen im Organismus kommt noch drauf, wie wird das ATP gewonnen. Dann haben wir natürlich Zellen mit Membranen, mit intrazellulären Strukturen, die werden aus Glucose gebildet, Glykoproteine, Glykolipide, Cholesterin, die Nukleinsäuren. Und dann ganz wichtig, gerade auch für Krankheiten, die Botenstoffe, die verschiedenen. GABA ist ein wichtiger, das sind solche, die sich von der Glutaminsäure ableiten, das heißt Gamma, Amino, Buttersäure, Glutamin. Und dann gibt es eine Reihe anderer, das Acetylcholin wurde vorher von Herrn Heil schon erwähnt, im Zusammenhang mit Therapiemöglichkeiten beim Morbus Alzheimer. Das kann also alles aus der Glucose werden. Und so ist hier zum Beispiel dargestellt die Membran, das Zelläußere, hier ein Ausschnitt. Das Große, was man hier sieht, ist der Zellkern. Das ist das Größte, was wir in jeder Zelle haben, der Zellkern, wo die Nukleinsäuren drin sind, wo dann die ganzen Informationsleistungen, die ganzen Syntheseleistungen gesteuert werden. Und dann sehen wir hier draußen diesen schwarzen Saum. Das ist die sogenannte Glykokalyx. Die besteht zum größten Teil nur aus Zuckern. Vor allem wieder aus Zuckern, die sich von der Glucose ableiten und die Zelle nach außen hin schützen, dass das, was hier drin ist, nicht verloren geht. Und zum anderen aber auch den Kontakt zur Zellumgebung herzustellen, zu anderen Zellen oder zu dem Blut oder dem Serum, was die Zellen umgibt.
Und die Strukturen, die hier drin sind, das sind diese sogenannten Glykoproteine. Das ist die Membran, die Zellmembran, die hat etwa die Konsistenz von einem Tropfen Salatöl. Und dieser Tropfen Salatöl, der muss festgemacht werden. Und der wird festgemacht durch diese Substanzen, die hier reinhängen. Und dazu ist hier mit vermerkt, gehört auch das Cholesterin. Und Cholesterin ist ein wichtiger Stoff, um solchen Membranen Festigkeit zu geben. Aber wie Sie wissen, darf es nicht zu viel sein und auch nicht zu wenig. Also das sind dann diese Glykoproteine, das sind alles einzelne Zucker, sogenannte Hexosen. Und hier ist ein wichtiger Zucker, das ist die Galaktose, die in zweitletzter Stellung steht von diesen Glykoproteinen. Und an der hängt dann die Neuraminsäure dran, die ist negativ geladen, die dann viele Funktionen ausübt. Jedenfalls, wir haben die für alle diese Substanzen hier, ist Glucose der Vorläufer und selbst auch der Linie hier. Ja, hier sehen Sie jetzt zwei Zellen, wo dargestellt werden soll, wie zwei Zellen miteinander kommunizieren. Das sind übrigens zwei Krebszellen. War mal im Stern drin. Stern gibt es häufig sehr schöne naturwissenschaftliche, biologisch relevante Aufnahmen. Und dann sehen Sie die Zellen, die küssen sich förmlich, nicht? Die müssen Kontakt miteinander aufnehmen und dieser Kontakt geschieht ebenfalls über solche Zucker. Eine wichtige Struktur, also es ist gerade Biochemie, wir werden nachher wieder ein bisschen anders, aber eine wichtige Struktur für den ganzen Glukosestoffwechsel, das ist der sogenannte Insulinrezeptor, wie der Name sagt, er muss Insulin erkennen. Nicht jeder weiß, bei Zuckerkrankheit, beim Diabetes mellitus, spielt das Insulin, das Hormon Insulin, eine ganz entscheidende Rolle. Aber das Insulin alleine kann überhaupt nichts machen. Das Insulin muss erkannt werden von einem Rezeptor. Das ist eine ganz entscheidende Struktur im Organismus und auch entscheidend für viele Krankheiten, nicht nur für den Diabetes mellitus, auch für den Alzheimer, komme ich nachher noch drauf. Und wenn dieser Insulinrezeptor das Insulin erkennt, dann wird eine ganze Kaskade, was man jetzt hier nicht verstehen muss, das sind alles Enzyme oder Proteine, wie zum Beispiel die Glykogensynthase, Kinase, die sind wichtig, um jetzt aufgrund der Aktivierung dieser Kette, nicht wenn das Insulin hier erkannt wird, dann schüttelt es hier durch, sagen wir mal, dann gibt es insulinreaktive Substanzen und diese aktivieren dann hier diese kleinen Bläschen in der Zelle. Vesikel sind das? Die enthalten GLUT4, das heißt Glucose Transporter 4, aktivieren diese Bläschen und dann wandern die in die Zelle, in die Zellmembran. Und jetzt sind diese Transporter in der Zellmembran und jetzt kann Glucose von außen in die Zelle transportiert werden. Aber das geschieht eben nur, wenn Insulin vorhanden ist und auch Insulin erkannt wird. Und wenn dieser Insulinrezeptor defekt ist, das ist beim Alzheimer und halt vor allem beim Diabetes mellitus, dann geht diese Kette nicht mehr. Also entscheidend für diese Krankheit, Alzheimer und andere, ist dieser Insulinrezeptor, sodass dann nachher diese Vesikel mit ihrem Glukosetransporter in die Membran kommen, um anschließend dann hier die Glukose von außen nach innen zu bringen. Und das ist jetzt der Unterschied zur Galaktose. Also dieser Transporter kann übrigens auch ein bisschen Galaktose transportieren, aber wir haben einen Transporter, der sitzt immer in der Membran drin. Der braucht nicht die Aktivierung durch Insulin, der sitzt immer in der Membran drin und das ist GLUT3 und der kann Galaktose transportieren. Deswegen, wenn also der Insulinrezeptor kaputt ist und man gibt jetzt Galaktose, dann macht es überhaupt nichts, weil ich jetzt praktisch über einen Nebenweg, über einen Nebenschluss die Galaktose in die Zelle hineinbekomme. Ja, dann werden Sie fragen, ja, dann habe ich Galaktose in der Zelle, aber keine Glukose, ich brauche doch Glukose. Jetzt hat aber jede Zelle, ist jetzt nochmal kurz so dargestellt, ist dasselbe eigentlich nicht. Das sind diese Transporter, wie jetzt das dann reingehen kann. Das ist nochmal der Insulinrezeptor, Entschuldigung. Jetzt, jede Zelle hat in ihrem Inneren alle Enzyme, um ganz rasch aus Galaktose Glukose zu machen. Insofern kann ich Galaktose mit Glukose gleichsetzen.
sodass wenn ich Galaktose, wenn ich jetzt krankheitsbedingt zu wenig Glukose in die Zelle bekomme und ich umgehe jetzt diesen Schaden durch Galaktosegabe, dann habe ich genauso viel Glukose dann wieder intrazellulär, um jetzt die Stoffwechselleistungen, die notwendig sind, wie Energiegewinnung oder Substratgewinnung zu erledigen. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus und man fragt sich, warum es eigentlich erst jetzt so richtig bekannt wird. Es wird dadurch, oder es wurde für mich auch dadurch bekannt, dass es in Heidelberg einen älteren Neurowissenschaftler gibt, einen sehr berühmten Mann, der heißt Siegfried Heuer. Der hat schon sehr frühzeitig gezeigt, dass am Anfang vom Morbus Alzheimer eine Minderversorgung des Gehirns mit Glukose besteht. Und das wurde von der Fachwelt nie aufgegriffen, aus welchen Gründen auch immer nicht. Forschung wird ja häufig auch gesteuert durch Pharmaindustrie und da müssen einfach dann andere Präparate dann auch her, die dann auch gut vermarktet werden können. Er hat selber drei berühmte Schüler, bei zwei sind in Zürich an der ETH, und einer ist in Berlin und die haben seine Lehre nicht mitgenommen, obwohl vieles für die Richtigkeit der Lehre spricht, wie ich nachher noch gleich zeigen werde, sondern die sind dann halt auch auf diese modernen Linien, auf die ich auch noch kommen werde, dann abgeschwimmt. Nun kommen wir zum Alzheimer. Herr Heil hat in seinem Vortrag ja schon sehr eindrücklich geschildert mit seiner Patientin, wie der Alzheimer aussieht. Das ist die erste Patientin, die beschrieben wurde. Diese Patientin, die heißt Auguste. Und wenn man sie fragte, wie sie heißt, dann sagte sie Auguste. Und wenn man sie fragte, wie heißt dein Mann, dann hat sie, der heißt Auguste. Und wenn man sie fragte, und was isst du heute Nachmittag, dann hat sie gesagt Auguste. Also die war ganz orientiert in eine Richtung. Und die Patientin, die wurde in Franken diagnostiziert von Aris Alzheimer. Er stammt aus Mark Breit, ich glaube irgendwo am Main oder ja, Ochsenfurt in der Nähe. Das war Aris Alzheimer, der diese Krankheit als erster beschrieben hat, den es dann, wie Sie sehen, noch bis nach Breslau verschlagen hat. Er war in Würzburg und in Breslau. Und er war der Erste, der das beschrieben hat. Ja, was passiert jetzt heute bei dem diagnostischen Verfahren? Es gibt natürlich viele. Eine teure ist die, dass man die Patienten in der Röhre steckt. Ich zeige es deswegen, weil man dann zeigen kann, dass bei Alzheimer-Patienten eben schon sehr viel vom Gehirn, das ist ein normales Gehirn hier links, werden durch Blutungen gemessen über PET, über Phosphoelektronentransfer. Und man sieht, dass dass bei den Alzheimer-Patienten schon sehr viele Bereiche nicht mehr richtig durchblutet werden. Und das wirkt sich dann natürlich drastisch aus, nicht? Wenn es nicht mehr durchblutet wird, kommt weniger Glukose her, weniger Nährsubstrate. Rede ich zu leise? Nein, es kommt zu wenig Nährsubstrate und dann kommt es natürlich zu dem Zustand, dass das Gehirn an Masse abnimmt. Sie sehen, die sind diese Sulzi, die werden viel größer. Hier sind sie noch eng beim Normalen, die werden immer weniger, die Ventrikel werden größer, nicht das Normale, hier wird er sehr viel größer. Es geht also Hirnsubstanz verloren, einfach weil das Hirn in langer Zeit in einem gewissen Hungerzustand war, weil es nicht zu wenig Nährsubstrate bekam. Und das sind dann die Symptome, Herr Heil hat ja das im Großen schon erklärt, gerade auch die verstärkte Protrezenz ab dem 70. Lebensjahr mit mir. 90 sind es 25% oder so, ist also eine ganz massive Störung. Und die Vorstörung, die heißt sogenannte leichte kognitive Störung, MCI abgekürzt. Und Merkfähigkeit, Kurzgedächtnis hat Herr Heil sehr schön aufgeschlüsselt in die drei Formen. Was dann noch wichtig ist, jetzt die verminderte Aufnahme von Glukose in die Zellen des Gehirns. Und das ist eben die Beschreibung, die da Siegfried Heuer in Heidelberg gemacht hat. Er hat auch bei Patienten gemessen, nicht arteriell und venös, und gesehen, dass die Glukosekonzentration unterschiedlich ist bei den Alzheimer-Patienten. Dadurch kommt es zu einem verminderten Energiestoffwechsel, also dieses ATP nimmt ab.
Dadurch verminderte Syntheseleistung, damit Verlust an Substanz, Verlust der normalen Zellstruktur und von spezifischen Zellfunktionen. Und wir haben jetzt die Versuche von Siegfried Heuer aufgegriffen. Er hat eine Schülerin, die heißt Melita Salkovic-Petrisic, sie ist in Zagreb. Und es gibt jetzt ein, ja, schön in Anführungszeichen, Modell, um so einen Alzheimer bei Ratten zu erzeugen. Wenn Sie sich nochmal erinnern an den Insulinrezeptor vorher. Man kann diesen Insulinrezeptor schädigen, indem man einen Giftstoff gibt. Das ist ein Aminozuckerabkömmling, die große Verbindung. Der halt diese Substanz heißt Streptozotocin, STZ. Dann ist also der Insulinrezeptor gestört. Nicht, dann ist wohl Insulin da, aber wenn der Rezeptor gestört ist, dann ist es wie kein Insulin. Denn wenn das Insulin nicht erkannt wird, kann es ja auch nichts machen. Und das bedeutet dann, dass diese Zellen vermindert Glucose bekommen haben. Und wir haben nun mit der Frau Salkovic, die die Technik sehr gut beherrscht, Versuche geplant und dann auch durchgeführt, indem Frau Salkovic diesen Insulinrezeptor ausgeschaltet hat durch Gabe von Streptozotocin. Und wir haben ihr dann gesagt, dann probier doch bei einer Kontrollgruppe, oder ich soll vielleicht mal sagen, das dauert so 4 Wochen, nach 4 Wochen wird dann ein Gedächtnistest gemacht, es geht ja bei den Ratten immer, wie findet man das Futter. Das ist eine wichtige Gedächtnisleistung, wie ist der kürzeste Weg zum Futter zu kommen. Und wenn man diesen Insulinrezeptor ausschaltet, finden Sie eben diese Futterstelle viel, viel schlechter. Und dann hat man zu ihr gesagt, gib doch einer Gruppe dann gleichzeitig Galactose. Und das hätte ich vorher bringen sollen, Entschuldigung. Ich wollte das nochmal zeigen beim Alzheimer. Das ist dieser Dendritenbaum, wie es normal aussieht. Und dieser Dendritenbaum, der ist gestört. Herr Heil ging vorher ein auf den Acetylcholin-Rezeptor, auf diese Therapie, dass man dort Substanzen geben kann. Das betrifft diese kleinen Endigungen. Nicht hier sind diese das sind Synapsen und in denen spielt dann der Acetylcholin-Rezeptor eine große Rolle. Und beim Alzheimer sind diese Dendriten, wie Sie sehen, total ausgefallen. Deswegen kann man jetzt bei den wenigen, die noch da sind, mit diesem Medikament noch ein bisschen Restfunktion erhalten, aber wie Sie sehen, das Bemühen kann nicht gut sein, weil einfach die meisten, weil die den Dritten fehlen, nicht diese ganz normalen, die sind einfach zu wenig und die paar, die da noch da sind, die können das Ganze einfach nicht aufhalten. Deswegen sind diese Acetylcholin-Rezeptor-Medikamente, die sind sicher gut vom Prinzip her, aber sie können nicht wirken, weil nicht so stark wirken, wie man sich wünscht, weil einfach zu wenig Substanz da ist. Dann ist Herr Heil auch auf diese Plaques eingegangen. Da besteht mittlerweile die Ansicht, dass diese Plaques vielleicht gar nicht so schlecht sind, weil es mehr so Deponien sind, wo abgehalfterte Proteine oder nicht mehr funktionsfähige Proteine dann abgelagert werden, aus dem Verkehr gezogen werden. Deswegen ist die Therapie, die jetzt ja, in Anfängen ist, dass man Impfungen macht gegen diese Plaques, die ist hier zweifelhaft. Und das sind eben diese beiden Kollegen vom Herrn oder Schüler vom Professor Heuer, die diese Therapie sehr beforschen, auch mit dem Professor Haas in München, Impfstoffe machen gegen diese Plaques. Das wirkt im Tierversuch sehr gut, wirkt zum Teil auch bei Menschen, aber das hat den Nachteil, viele dieser Menschen, die es bekommen haben, haben Enzephalitiden bekommen. Und das ist natürlich eine schwere Erkrankung, deswegen wurde diese Therapie also in der Form fallen gelassen. Sie arbeiten weiter dran, vielleicht indem man gegen kleinere Bruchstücke dann Antikörper machen kann und die vielleicht erfolgreich sind, aber im Moment ist das nicht die Therapie der Wahl. Und wie gesagt, diese Plaques sind eventuell gar nicht so schlecht, weil es Deponien sind. Auch völlig normale und gesunde Leute haben diese Plaques nicht. Das ist also nicht so ganz toll, was da bei der Therapie dahinter steckt.
Und dann sehen Sie auch dieses sogenannte Tau-Protein. Das kommt auch in zwei Formen vor, phosphoryliert und verzuckert, Acetylglucosamin hängt noch dran. Das ist eine andere Substanz. Die ist sicherlich sehr viel wichtiger für die ganze Alzheimer-Erkrankung, viel wichtiger als diese amyloiden Plaques. Und das ist nun also der Hintergrund für unsere Ansicht bei der Therapie, möglichen Therapie des Alzheimer. Der Hintergrund, also die Störung der Glukoseverwertung und die Störung der Insulinsignaltransduktion über diesen gestörten Insulinrezeptor. Hier ist es nochmal dargestellt, zur Wiederholung, nochmal diesen Glukosetransporter. Das ist nochmal dieser Insulinrezeptor, der das Insulin erkannt und danach hat das Ganze in Schwung setzt. Hier ist nochmal so ein Schema nur von so einem Transporter, wie der aussehen kann. Die sind oft so Proteine von identischer Struktur, die zu einem Komplex zusammengeordnet sind, sodass es so einen richtigen Kanal gibt, nicht das richtig, hier ist er aufgeschnitten. Hier sind Ionen, die durchgehen, das kann aber auch Zucker sein oder was auch immer. Das sind einfach Kanäle, die durch Proteine gebildet worden sind. Nun, also jetzt bei der Behandlung mit Streptozotocin oder bei Alzheimer ist dieser Insulinrezeptor defekt und damit ist die Aufnahme von Glucose gehemmt. Und unser Ansatz, Galactose bei diesen Patienten oder generell bei Patienten zu geben, der kam von einer ganz anderen Ecke her. Sehen, das war 1980. Und das waren Versuche, die wir in Freiburg durchgeführt haben mit Christian Bauer und haben bei Ratten, die Hepatome tragen, sogenannte Morris-Hepatome, untersuchten wir den Galactose-Stoffwechsel. Und da sahen wir, dass ein wichtiges Enzym im Galactose-Stoffwechsel, das ist das Enzym, was praktisch die Glucose rüberbringt zur Galactose oder umgekehrt die Galactose zur Glucose, dass das maximal erhöht ist. Das ist also hier das Schwarze, das ist das Hepatom und das ist die normale Leber oder die Wirtsleber. Also eine unglaubliche Störung, wenn man das hier vielleicht mit 0,6 ansieht und es ist hier 7,6, also ein Faktor 12, wo da ein Unterschied ist. Und da war ein Patient, der hatte eine schwere Leberstörung in der Verwandtschaft und dann kam einfach die Idee, man kann dem Galactose geben, es war ein Hepatom, er stirbt sowieso in wenigen Wochen und der war eben völlig dement und sozial, also am Tisch konnte er gar nicht mehr sitzen, ohne dass er nicht der Speichel floss. Und der Patient erhielt dann also dreimal täglich einen Teelöffel Galactose, das ist eine ursprüngliche Medikation, die auch heute noch gilt. Und der Patient war am nächsten Tag klar. Der hat seine ganze hepatische Enzephalopathie innerhalb kurzer Zeit verloren und er blieb dann klar, bis er nach 6 Wochen gestorben ist. Und ist eine tödliche Erkrankung. Aber es zeigte, die Galactose wirkte bei den Menschen. Und warum die wirkte, zeige ich dann nachher noch. Bei einer hepatischen Enzephalopathie kommen Giftstoffe, die die Leber nicht mehr entgiften kann. Ammoniak. Ammoniak diffundiert überall hin, kommt also auch sehr gut ins Gehirn und schädigt dort die Hirnfunktionen. Und die Galactose kommt halt nicht nur in die Leber, wie man bisher immer annahm, sondern auch sehr gut ins Gehirn und auch gut in die Muskulatur. Und im Gehirn konnte dann durch die Umwandlung von Galactose in Aminosäuren, nicht Zucker zu Aminosäuren, da braucht man Amino, also Ammoniak, konnte das dann entgiftet werden. Also ich will deswegen hier ein bisschen das Wort der Grundlagenforschung reden. Aus diesem einfachen Versuch kam man dann schließlich auf den Menschen, nicht das hätten wir sich, oder haben uns damals eigentlich nicht so sehr vorgestellt. Nun, also bei Morbus Alzheimer ist die Versorgung des Gehirns mit Glukose vermindert. Heuer, ne? Das ist der wichtige Befund von Siegfried Heuer. Und das hat natürlich Auswirkungen aufs Gehirn. Es ist klar, wieder diese Strukturen, die Membranen werden vermindert, sie verankert das Gehirn. Und die Galactose ist nun ein essentieller Bestandteil, wie ich Ihnen in dem Schema gezeigt habe, in diesen Membranen
Und Galactose braucht man für die Synthese von allen Proteinen, die im Serum sind. Die werden in der Leber synthetisiert, Gerinnungsfaktoren, Transportproteine und dergleichen mehr. Und überall ist Galactose notwendig. Galactose kommt in der Nahrung vor, das wissen Sie. Und wir wollten nun in dieser Zusammenarbeit mit der Frau Sajkovic-Petrisic diese Versuche mit den Ratten machen, wo jetzt dieser Insulinrezeptor ausgeschaltet wurde durch diese Giftsubstanz. Frau Sajkovic hat diese Versuche durchgeführt und der Test, wie man jetzt Gedächtnisfunktionen prüfen kann, der heißt Walter Mayes-Test, das ist ein Engländer, der den entwickelt hat. Und das zeigt mir nochmal ganz grob, da ist so ein Schwimmbad, da ist eine Plattform, von der aus man dann das Futter findet. Und die Tiere, die werden jetzt erstmal trainiert. Das sind normale Tiere, wie Sie sehen, die finden es auch nicht so richtig, aber nach einer gewissen Zeit finden sie diese Plattform schnell. Das ist das Normale. Und wenn man jetzt den Tieren mit Streptozotocin den Insulinrezeptor ausschaltet, nicht dann bleiben sie in diesem Zustand, die finden die Plattform kaum. Und wenn man jetzt diesen Tieren über diese 4 Wochen im Trinkwasser Galactose gibt, Streptozotocin und Galactose, dann sehen Sie, die sind eigentlich wie die normalen Tiere. Wenn man ihnen übrigens Galactose alleine gibt, sind sie auch noch ein bisschen besser als die normalen. Aber wichtig war mir, dass diese Tiere, die die Schädigung haben, durch die Galactose sich völlig normal verhalten. Sie haben also, ihre Fähigkeit der Gedächtnisleistung wurde nicht beeinträchtigt. Nicht so, dass es wiederhergestellt wurde, sondern eine Schädigung trat gar nicht erst auf. Und das ist dann hier also nochmal schematisch dargestellt. Nicht durch Streptozotocin wurde dieser Zustand erreicht. Und nun kann ich über diesen anderen Transporter, den GLUT3, kann Galactose in die Zelle hineinkommen und Galactose wird dann sofort eben wie Glucose verstoffwechselt. Aufgrund dieser Befunde und auch aufgrund von Befunden aus Amerika, aus Providence, von einer Forscherin Susan de la Monte und von einem Forscher in Paris, Gerbert Zieses, besteht schon seit einiger Zeit der Verdacht, dass es sich bei Morbus Alzheimer, weil es Hinweise gibt für eine Schädigung dieses Insulinrezeptors. Nicht der Insulinrezeptor ist für den Diabetes mellitus gestört und die haben schon auch die These dann vertreten, auch beim Alzheimer müsste der gestört sein. Und jetzt durch unsere Befunde mit Frau Sajkovic können wir sagen, dass es sich bei Morbus Alzheimer um einen Diabetes mellitus handelt und wir nennen ihn jetzt oder Susan de la Monte Typ 3. Weil Typ 1 und Typ 2 die Bauchspeicheldrüse betrifft. Und der nur das Gehirn betrifft, das wäre dann der Diabetes mellitus Typ 3. Und es ist bekannt, dass Diabetiker sehr viel häufiger an Alzheimer erkranken. Deswegen ist das sicherlich eine richtige Hypothese und bedeutet natürlich auch, dass man von der Therapie her hier ansetzen muss und nicht bei dem Lachs und bei Tau, sondern am Anfang steht die Minderversorgung des Gehirns mit Glucose und mit Energie. Und Galactose ist sicherlich auch teuer, aber es ist lange nicht so teuer wie die Medikamente, die die Alzheimer-Patienten einnehmen müssen. Insofern ist das natürlich, es ist einfach auch ein naturwissenschaftlich richtigerer Ansatz. Und nach der Erfahrung, die vor allem Dr. Mosseter bei seinen Patienten in Konstanz erhoben hat und mittlerweile Herr Wieser in Franken. Ja, es gibt den Wieser-Faktor, muss man sagen. Also wenn Herr Wieser für Galactose wirkt, dann wirkt die viel besser als wenn ich. Ja, und so gibt es dann auch eine ganze Reihe anderer Erkrankungen. Das berühmte metabolische Syndrom, nicht also Hypercholesterinämie, Hyperuricämie, Hochdruck, auch das metabolische Syndrom hat wahrscheinlich einen engen Bezug zu diesem Insulinrezeptor. Oder es besteht auch bei einigen kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist alles noch so ein bisschen im Anfang,
wenn man den Insulinrezeptor auch ein bisschen verkannt hat, war den einfach immer zu sehr nur mit Diabetes mellitus, nur mit Bauchspeicheldrüse in Verbindung gebracht. Aber das spielt überall eine riesige Rolle. Man muss einfach bedenken, Glucose kommt in jede Zelle nur rein durch die Vermittlung des Insulinrezeptors. Es gibt nur ein Organ, wo es ohne Insulin gibt. Das ist die Leber, nicht, wo man es eigentlich gar nicht so erwartet hat. Aber bei der Leber, da ist auch da einfach, wenn die Leber die Glucose nur insulinabhängig aufnehme, dann würde Folgendes passieren. Ich nehme jetzt ein Stück Kuchen oder sonst Kartoffeln, kohlenhydratreiche Nahrung, wird im Darm zu Glucose umgewandelt. Dann kommt die Glucose über die Pfortader. Die Leber sagt aber, halt, ich muss erst noch meinen Insulinrezeptor aktivieren. In der Zeit würde die Glucose an der Leber vorbeigehen und über die Niere ausgeschieden werden. Glucose ist Energie. Ich würde also Energie wegpinkeln, ist also völlig sinnlos. Deswegen wird das eingerichtet, dass in die Leber die Glucose nur über den Konzentrationsquadranten reingeht. Bis 1005 geht es schnell rein, da brauche ich nicht, sagen wir mal, Brüssel. Das wäre sogar eine. Brüssel würde sicherlich einen Insulinrezeptor in der Leber fördern. Das geht also ganz unbürokratisch und schnell in dieses Organ hinein. Ja, und jetzt kommen wir wieder auf unsere Versuche. Das war eine Doktorarbeit von Martin Rosa. Der leitet jetzt eine Psychiatrie in Schwäbisch Hall. Und er hat gezeigt, nicht dass die Galaktose, oder ich muss vielleicht eine Frau schicken, Herr Geil, nicht die Galaktose galt immer als Galaktosebelastungstest, Funktionsprüfung für die Leber. Also Leber ist das Organ, was Galaktose aus Stoffwechsel. Und man hat eigentlich an die anderen nicht gedacht. Und wie Sie sehen, das Hirn nimmt fast genauso gut Galaktose auf wie die Leber. Und auch die Niere, kein Unterschied. Und auch die Muskulatur nimmt sehr gut Galaktose auf. Dazu vielleicht eine Geschichte. Ihnen allen ist der Louis Armstrong bekannt. Der Louis Armstrong, der nahm einen Trunk, der hieß G2 Push. Den gibt es, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt. Der G2 Push ist voll mit Galaktose. Der hat also wahrscheinlich seine super Energie, die er hatte, zum Teil aus dieser Galaktose genommen, und wie man sieht, wird er ja auch ganz gut von der Muskulatur aufgenommen. Jetzt sehen die 24-Stunden-Werte, das sind die Organe hier, die sind alle gleich, das sind die grünen. Also die Galaktose ist durchaus ein Stoff, der alle Organe betrifft und von allen Organen aufgenommen werden kann. Ja, da Martin Rosa hat dann noch was anderes festgestellt, ist das, was ich Ihnen vorher sagte, das sind die Enzyme, die aus Galaktose sofort Glucose machen. Sofort, sagen Sie ja, das sind ja so viele Schritte, die sind so schnell, da ist also gar kein Problem, da dann zur Glucose zu kommen. Und das sind jetzt die Versuche mit der Frau Salkovic schon mal mit diesem Lernversuch, wo ich Ihnen vorher die Kreise zeigte, das ist nochmal normal, dann hier mit Streptozotocin und mit Streptozotocin und Galaktose und das hier Galaktose allein. Also Sie sehen, die Galaktose hat das Ganze verhindert. Jetzt, was der Martin Rosa noch gemessen hat, und das bezieht sich auf das, was ich vorher sagte, mit der Entgiftung. Die Galaktose wird also sehr gut vom Gehirn aufgenommen und dann hat er in den Aminosäuren, vor allem hier in dieser Gamma-Aminobuttersäure, hat er die Bildung gemessen. Und das ist also eine Konzentrationsabhängigkeit, Milligramm Galaktose pro Kilogramm Körpergewicht gegeben, intraperitoneal. Und dann sehen Sie, dass die Menge an GABA drastisch zunimmt unter Nachgabe von Galaktose. Und das bedeutet, für die Bildung von GABA aus dem Zucker brauche ich Aminogruppen, brauche ich also, wie es hier steht, in irgendeiner Form Ammoniak. Und das führt zur Entgiftung. Das war schon der Haupteffekt, den man bei der hepatischen Enzephalopathie sieht. Und mittlerweile ist auch bekannt von Professor Seidler, dass auch beim Morbus Alzheimer die Konzentration an Ammoniak im Gehirn ansteigt.
Also auch von der Seite, nicht nur von der energetischen, sondern auch von dieser Entgiftungsseite, ist da Laktose bestimmt für die Hirnfunktion gut. Hier sind noch andere Aminosäuren, nicht Aspartat, Alanin, Serin. Sie sehen, die nehmen alle zu. Die Bildung dieser Zucker, dieser Aminosäuren, geht nicht direkt von der Galaktose aus, sondern muss über den Zitratzyklus gehen und dann letztlich auch wieder von der Glucose her. Nur was wir zeigen konnten, mit Galaktose dauert dieser Effekt sehr viel länger an. Bei Glucose ist dieser Effekt nach 4 Stunden wieder weg, aber bei Galaktose haben wir den noch nach 10, 12 und 24 Stunden. Und für die biochemisch Gebildeten liegt es vielleicht daran, Glykogen hat in der Peripherie natürlich Glucose. Und die wird rasch abgebaut durch die Glykogenphosphorylase. Galaktose kann aber auch eingebaut werden in Glykogen. Das sind schon uralte Befunde, schon aus den 30er Jahren. Und wenn Galaktose am Ende von so einer Kugel sitzt, die wird von dem Enzym nicht so rasch erkannt. Nicht deswegen bleibt sehr wahrscheinlich der Galaktose-Effekt länger erhalten und kann dann eine Langzeitwirkung zeigen. Also wie gesagt, das ist auch wieder Befunde aus der Grundlagenforschung, die eigentlich dann die Wirkung von der Galaktose bei den Krankheitsbildern eigentlich sehr gut unterstützt. Ja, das ist praktisch nochmal dasselbe mit der Bildung von den Aminosäuren. Ja, und das ist der ganze Stoffwechselweg, wo Sie jetzt nicht erschrecken sollen, sondern es sollte eigentlich nur nochmal gezeigt werden, wie der Galaktose-Stoffwechsel und der Glukose-Stoffwechsel miteinander in Verbindung stehen. Und vor allem sind das die Bereiche, wo jetzt diese Aminosäuren gebildet werden. Das ist ein Zuckerbestandteil, da wird Serin gebildet. Irgendwann wird hier Ammoniak verbraucht. Hier wird aus der Brennstraubensäure Pyruvat Alanin gebildet, wird auch Ammoniak verbraucht. Oder hier, das ist der sogenannte Zitratzyklus oder Krebszyklus, wird ebenfalls Aminosäure gebildet, wo dann Ammoniak verbraucht wird. Insofern ist die entgiftende Funktion sehr gut verständlich. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, das sind Untersuchungen, dass die Verbesserung der Gedächtnisleistung durch Galaktose im Tierverzug gezeigt wurde, die Versuche mit der Frau Salkovic, dass es vergleichbare Stoffwechselstörungen sind wie bei Alzheimer, Grundbefunde von Siegfried Heuer in Heidelberg, dass die orale Verabreichung von Galaktose bei einer Reihe von Patienten sehr gut wirkt, in Nürnberg besser als in Berlin, und dass die kognitiven Fähigkeiten sehr viel deutlicher wieder verbessert werden als ohne Galaktose. Hier nochmal das Prinzip mit der Insulinresistenz bei den Krankheiten, hatte ich ja vorher schon kurz erwähnt. Diabetes mellitus, Alzheimer, dort war noch Herz und Kreislauf. Es spricht aber sehr viel dafür, dass auch die Osteoporose unter dem Einfluss steht oder dass Insulinrezeptor wichtig ist für die Osteoporose, weil auch der Knochen Glucose braucht für die Funktion. Und bei der Osteoporose kommt es ja wohl zu einem Kalzium, von so einer Entmineralisierung. Aber ich brauche ja auch die Proteine, die das Kalzium binden. Nicht? Und die müssen auch synthetisiert werden. Das sind wieder Glykoproteine, die also in irgendeiner Form Glucose oder Galaktose enthalten. Das mit, mit Muskelschwäche und Muskelschmerz, das ist vielleicht mit dem, was ich vorher sagte, dass die Muskulatur auch sehr gut in der Lage ist, Galaktose aufzunehmen. Dann gibt es aber eine Reihe von Befunden wie Burnout. Ich würde sagen, immer dann, wenn das Nervensystem in irgendeiner Form beteiligt ist, sei es also bei Demenzen, sei es hier bei Burnout oder sei es, es gibt auch sehr, sehr gute Befunde bei Kindern mit Restless Legs, oder euer Erwachsenen können sie auch haben, die auf Galaktose wunderbar ansprechen. Der Mosseter hat auch sehr gute Erfahrungen bei der ALS, also amyotrophe Lateralsklerose, alles Erkrankungen, wo das zentrale Nervensystem in Verbindung steht, nicht, und deswegen
das zu erklären von der Seite her, dass eben in das Gehirn oder in alle Formen des zentralen Nervensystems die Glucose nur reinkommt über diesen Insulinrezeptor und man das umgehen kann mit der Galaktose, erklärt sehr wahrscheinlich, warum bei Störungen von Hirnfunktionen oder ZNS, zentralen Nervensystemfunktionen, die Galaktose positiv wirkt. Das ist halt prima Erfahrung mit Morbus Parkinson. Dort dauert es allerdings sehr viel länger. Da muss man schon wochenlang und auch in höherer Dosis Galaktose geben. Wir hatten einen Patienten, der nahm, da kam erst nach einem halben Jahr kam eine Besserung, der war also so folgsam und nahm sie während der ganzen Zeit. Und dann wo sind die Symptome tatsächlich deutlich zurückgegangen, dann ließ er die Galaktose weg, hat gesagt, jetzt geht es ja wieder. Dann kam es aber wieder und wenn er wieder Galaktose nahm, hat sich es wieder verbessert. Aber wie gesagt, es sind häufig halt einfach Individualfaktoren. Es wirkt nicht immer. Es gibt Responder und Non-Responder. Und oder andere sagen dann wieder, ja, es gibt eine Spontanremission. Nur dazu muss ich sagen, dann ist Galaktose eine Substanz, die Spontanremission sehr fördert. Ja. Also insgesamt gesehen ist es sicherlich in vielen Fällen gezeigt, dass Galaktose positiv wirkt. Und ich möchte halt von der Grundlagenmedizinseite herkommen. Der Ursprung, dass man das überhaupt machte, kam von Versuchen an Ratten. Und wir sind jetzt natürlich dabei zu gucken, was ist der Mechanismus von allem. Man kann nicht alles auch dadurch erklären, dass jetzt wieder die Energieversorgung besser ist. Das ist ein Teil. Aber es gibt bestimmt eine Reihe anderer Veränderungen, die noch zu beachten sind, da Galaktose die Synthese von Enzymen stimuliert, also die Neusynthese von Proteinen. Nicht? Und das ist ein Bereich, den man vor 50 Jahren bei den Bakterien fand. Nicht? Die ganze moderne Molekularbiologie ruht auf Versuchen, wo Galaktose Bakterien gegeben wurde. Und diese Versuche hat man nie bei Tieren dann gemacht oder bei Menschen. Und hier spricht einiges dafür, nicht ganz übertragbar, aber doch sehr gute Hinweise, dass es sehr lohnend ist, das auch bei Menschen oder bei Tieren dann wieder zu untersuchen, weil die Galaktose eben auf das große Gebilde, was ich vorher zeigte, den Kern eben auch einwirkt. Ein Befund will ich vielleicht ganz zum Schluss noch sagen, weil er mir gerade wieder einfällt und für sehr wichtig halt. 1933 gab es in Berlin einen Arzt, der hieß Kosterlitz. Und der hat bei schweren Diabetikern Galaktose eingesetzt in ziemlichen Mengen, 20 bis 40 Gramm pro Tag. Und dann hat er festgestellt, dass die ganze Ketonuri und Ketonemi zurückging und dass es zusätzlichen proteinsparenden Effekt hat. Genau das, was wir eigentlich jetzt auch beobachten, es hatte dort den Nachteil, es war 1933 und er hieß Kosterlitz und er musste Deutschland verlassen und hat dann in Schottland weitergearbeitet, aber über was völlig anderes, er hat über Adrenalin danach gearbeitet, sodass diese wichtigen Befunde, die eigentlich jetzt schon vor 70, 80 Jahren erhoben wurden, jetzt eigentlich eine Wiedergeburt erfahren. Und ich bin froh, dass Sie da so großes Interesse hatten und bedanke mich, dass Sie so duldsam die biochemischen Ausführungen denen gefolgt sind und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön.